So, weiter geht's mit Let's Play Assassin's Creed. Und aus irgendeinem Grund rennen hier gerade alle von mir weg und aus irgendeinem Grund bin ich auch mitten in Florenz. Fragt mich nicht warum. Ich hab das nicht eingestellt. Ihr wisst, das letzte Mal bin ich vor Florenz zum Stehen gekommen. Und da muss ich jetzt auch wieder die Erinnerung starten. Etwas nervig ist es schon, das Ganze. Aber wird schon werden. Hier runter. So, und jetzt hier rüber. Monteriggioni, Forli, San Gimignano. Wie auch immer, mir egal. Also, start mit Erinnerung. Ah. Florentina Fiasco. Machiavelli im Bezirk Ottraiano von Florenz treffen. Akzeptieren? Oh, scheiße, jetzt sind wir wieder gesucht. Wenn Piero nur ein Zehntel des Talents seines Vaters hätte, Oh mein wäre noch Gott. ein Zuhause. Oh mein Gott, ich kann es nicht glauben. Das ist meine schöne Erinnerung an den ersten Teil. Da hat man ja auch mit Mönchen die Stadtwachen passieren müssen, wenn man nicht drüber geklettert ist oder gekämpft hat. So, dann erstmal hier passieren. Okay. Am besten ich gebe die Dächer, weil am Boden hängen eh nur die Stadtwachen ab und die erkennen mich genauso wie die Bogenschützen. Also macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Los, tötet ihn! Shit. Haha, fangt mich doch, wenn ihr könnt. Fangt mich doch, wenn ihr könnt. Los, hoch, Ezio, hoch! Ja, wie ich euch schon mal gesagt habe, sind wir jetzt im vorletzten Erinnerungsabschnitt des Spiels. Hoch, Ezio. Oh, interessiert mich aber nicht. Au. Lass mich in Ruhe, blöden Stadtwachen. Santa Croce. Santa Croce. Okay, wenn ich jetzt noch einen Doktor über den Weg laufe, wäre es prima. Bin ich zwar, aber naja, okay. Scheißegal. Schwert. Du, 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 du. Zurücktreten! Fuori da parte! Merda! Laggiù! Da! Da! Ah, endlich! Ha! Geht doch! Stirb! 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 So, jetzt wieder zum Doktor zurück und mich heilen. So. Frisch gefangene Igel. So, dann heil mich mal. Und irgendwie laggt das Game schon wieder ein bisschen. Egal. Gift habe ich voll. Schon bald fühlt ihr euch besser. Behauptet der Kerl, aber ob es auch stimmt. Naja, klettern wir mal nach oben. Wieder. Hier lang, Ezio. Nicht lecken. Was willst du hier? Eccolo! Da! Mord! Blut und Morde! Hier rüber, da hoch, so und dann darüber.
Geil, da ist noch eine Feder. ...52 Federn haben wir jetzt. Ja, die müssen wir auch mal wieder in die Villa Mont in die Villa Villa Auditore bringen. Okay, da vorne ist Machiavelli. Manchmal wünschte ich, der Assassine käme wieder nach Florenz, um uns von der Tyrannei zu befreien. Das ist nur ein Mythos. Eine gute Nachtgeschichte für Kinder. Ich bin ein Mythos? Eine gute Nachtgeschichte für Kinder? Salve, Machiavelli. Ich hab einen guten Moment für die Rückkehr gewählt. Ja, wir sind wieder in Florenz. Savonarola hat die Kontrolle über Florenz. Ja, zweifellos half ihm dieses heimtückische Artefakt. Oh, die verbrennen Bücher. Darum kümmern. Wie sie es in der Datenbank gesagt haben. Savonarola zerstört alles Wissen von Florenz. Wann ist es das nicht? Warum erzählt ihr nicht, was ihr wisst? Jetzt sieht er mir den Bart irgendwie auf eine gewisse Art und Weise cool aus. Auch wenn er mir ohne besser gefällt. Alles begann vor ein paar Wochen. Der Mann, den einst alle... Der Stadtteil Oltoriano. Auf der anderen Seite des Flusses. Oltoriano bedeutet auf der anderen Seite des Arno. Oltrano. Oltrano. Ach so, okay. Jetzt kapiere ich's. Egal. Könnt euch erklären, aber dazu müsste ich euch was über Sprachen erzählen. Ich glaube nicht, dass euch das interessiert. Der älteste Bezirke der Stadt, bla bla bla. Sancto Spirito ist auch die religiöse Gemeinschaft dort vertreten. Ah, Sancto Spirito. Sag ich auch immer, Sancto Spirito. Ah, der Apfel. Nur zum Teil. Er hat nicht die Stadt verzaubert, nur die Anführer. Männer besessen von Einfluss und Macht. Im Gegenzug unterdrücken sie das Volk und setzen seinen Willen durch. Ups, ups. Das Volk tut so, als hätte es dazu keine Meinung. Selten ist der Mann, der es wagt, gegen den Strom zu schwimmen. Und so ist es an uns, stimmt leider, die Wahrheit zu zeigen. Die Assassinen sind die einzigen, die noch gegen den Strom schwimmen. Naja, ich schwimme auch oft gegen den Strom. Ihr auch? Sagt es ruhig. Tote Soldaten? Diese Leichen tragen das Wappen der Borgia. Ja. Der Spanier schickt seine Truppen immer wieder nach Florenz. Und Florenz schickt sie wieder zurück. Normalerweise in Stücken. Ah, cool. Dann weiß auch er, dass der Apfel hier ist. Eine unglückliche Komplikation. Eine sehr unglückliche Komplikation. Eine sehr, sehr unglückliche. Mir nach. Machiavelli zum Palazzo Pitti eskortieren, okay. Eskortieren wir Machiavelli. Ist erstmal ein bisschen von den Wachen da weg. Jetzt! Fuck! Schneller, Brüder! Ha, dieses Mal! Tragisch! Cool! Nein, ich muss Machiavelli beschützen. So, jetzt noch den. Ah, schön. Mögen sie alle verbluten. Bleib dran. Gut. Mir nach Niccolo. Niccolo und Wachen. Oh, super, da vorne sind wieder Wachen. Schnell, 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 schnell. Anschließend. Geschafft. You. Ein direkter Angriff wäre gefährlich. Sehr gefährlich. Doch gibt es eine andere Option? Abgesehen von den Anführern haben alle Bürger ihren freien Willen, ja?
Aha. Und sie folgen Savonarola nicht freiwillig, sondern aus Angst? Sie. Sie. Dann ha, ich wusste es. Zu unserem Vorteil. Wenn wir seine Anführer ruhig stellen und Unruhe schüren, wird er abgelenkt und ich habe eine Gelegenheit zum Schlag. Aufgeklärte Menschen sind ja gegen den Edensplitter immun. Fast zumindest. Nur sehr aufgeklärte Menschen, die wissen, dass es sich nur um Enttäuschung handelt, können die Täuschung auch durchschauen. Aufstand zu organisieren, während ihr die Bezirke befreit. Ja. Befreien wir die Bezirke. Retten wir Florenz nochmal von den Templern. Also abgemacht. Ich kümmere mich um seine Helfer. Okay, Machiavelli. Du fängst an mit Leute aufwiegeln und ich fange an mit... Cool, ich bin wieder anonym. Und jetzt müssen wir 9 Attentate ausführen. 9. Das ist jetzt echt mal gewaltig. Ernsthaft, Leute, es ist wirklich gewaltig. Ich glaube... 9 Attentate, das war der gesamte Inhalt des ersten Teils. Nehmen wir mal das Hebe. Eccolo. Und da unten hat sich wohl eine Wache auf mich festgefressen. Okay, gehen wir noch auf den Aussichtspunkt und dann können wir auch noch gleich das Attentat da unten machen. Wohl andererseits. Die Zeit läuft schon ab. Deswegen kurzer Schnitt. Bis zum nächsten Mal.